Willkommen zurück zu MCPE, Minecraft Redstone Mechanics. Heute gibt es zwei Sachen wieder, nämlich zwei Türen, wie man sehen kann. Beide funktionieren ganz gut und sie haben unterschiedliche Funktionen, aber das zeige ich euch erst nach dem Intro. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Wie man sieht hier, die beiden Türen, die hier, die ist ein bisschen größer, aber die hat halt die Möglichkeit, dass die Tür die ganze Zeit offen bleibt und danach wieder zugeht. Und die ist permanent zu und geht auf, wenn man da drauf geht. Ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit der hier. Dafür brauchen wir 12-mal Redstone, 2 Redstone-Fackeln, 4 Druckplatten, 4 haftende Kolben, 4 Türblöcke quasi und 64 Quarzblöcke. Diese Türblöcke, das sind die 4 hier, die man hier sieht, wenn die Tür auf und zu geht. Also dann fangen wir mal an mit hier, ganz viel Redstone, hier und hier, hier und hier. Dann kommen hier und hier Quarzblöcke hin. Dann hier 2 Redstone-Fackeln. Blöcke obendrauf, Redstone obendrauf. Dann hier dran Kolben, da dran Kolben, da und da. Dann hier über diese 6 Redstone-Quarzblöcke, die Druckplatten. Ich würde Holzdruckplatten nehmen, weil die länger anbleiben. Dann die 4 Türblöcke. Hier, hoppsala. Jetzt am besten noch die Ränder, damit man das nicht sehen kann. Und schon ist die Tür fertig. So. Das war's auch schon mit der ersten Tür. Jetzt gehen wir mal gleich weiter zur zweiten Tür. So, kommen wir zur zweiten Tür. Man sieht hier, ist ein T-Flip-Flop drin. Das heißt, wenn er ein Knopfeingangssignal bekommt, gibt er halt ein dauerhaftes Signal aus. Und das können wir uns zunutze machen, um eine Tür zu machen, die entweder auf oder zu bleibt. Dazu brauchen wir 16 Redstone, eine Redstone-Fackel, 4 Verstärker, ein Vergleicher, 2 Knöpfe, 2 Auswurfblöcke, eigentlich Spender, aber irgendwie ist das hier falsch benannt worden, ein Trichter, 4 haftende Kolben, wieder 4 Türblöcke, ein, hoppla, ein Gegenstand, den wir für das Flip-Flop-System brauchen und wieder 64 Quarzblöcke. So, dann machen wir das erstmal wieder zu. So, zu aller Anfang brauchen wir erstmal den Flip-Flop. Da fangen wir an mit einem Auswurfblock, der nach oben zeigt. Dann ein, der hierhin zeigt. Und noch ein Trichter dran. Und ein Redstone-Vergleicher in die Richtung. So, dann brauchen wir mal kurz die Quarzblöcke. Machen hier einen Block hin. Dann hier eine Redstone-Fackel drauf. Und machen erstmal hier einen Redstone hin. Dann machen wir hier mal einen Redstone rein. Machen hier einen Block dran. Umrunden das quasi. So, so, so.
So, 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 so und so. Hier kommt Redstone hin. Zwei Verstärker. Und nochmal zwei Redstone und hier oben drauf nochmal ein Redstone. Das ist sehr wichtig, weil dieses Redstone hier oben aktiviert. Erstmal diesen Auswurfblock und danach den hier. Das heißt, wenn es einen Eingang gibt, gibt dieser Auswurfblock das Item aus. Das fällt hier in den Trichter und wird aufgesammelt. Beim zweiten Mal wird das einfach nur hier hochgeleitet, weil das hier zuerst bepowert wird und danach das. Ist, hoppla, ganz verständlich. Verständlich, glaube ich. So, dann brauchen wir hier einen Kolben, Blöcke, hoppla, nicht die Blöcke, sondern die Türblöcke, die ihr da halt haben wollt. Noch ein Block. Wieder zwei Türblöcke. Ein Block mit Redstone drauf. Zwei offene Kolben. Redstone drauf. Hier einmal viermal Quarz. Und hier oben auf den Kolben drauf. Jetzt verbindet sich das hier. Das wollen wir nicht. Deshalb müssen wir es abschneiden. Und deshalb hier auch die Verstärker, damit das sich nicht mit diesen beiden Redstone verbindet. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die Knöpfe. Wir machen das mal so kurz. Und so. So, dann fügen wir noch die beiden Knöpfe ein. Passt so und kann sich öffnen und schließen. Wenn man hier drauf drückt, verzögert das mal ein bisschen. So, wird das aktiviert. Hier gibt es ein Eingangssignal. Das wird ausgespuckt, landet hier unten drin. Beim zweiten Mal wird das erst aktiviert und dann das. Und das spuckt es wieder hier rein. Aber der gibt das nicht weiter, weil der schon aktiviert war. Ja, das war's schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Türen wollt, die das nächste Mal rankommen, dann lasst unbedingt mal ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.